Dienstag, 28.11.2017, 11.25 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Brandet-Schandl-Teaser, deutsche Politiker werden immer öfter beschimpft, manchen wird mit Enthauptung gedroht, andere werden tätlich angegriffen. Vor zwei Jahren rammte ein Mann der damaligen Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Ricker ein Messer 10 cm tief in den Hals, an einem Wahlkampfstand. Die Politikerin überlebte. Der Täter bezeichnete sie als linksradikalische Chemiker-Ideologin. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Outstream, IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-1, nun ist auf Andreas Holstein ein Attentat verübt worden. Ein 56-jähriger Mann stach am Montag mit einem Messer auf den Bürgermeister der Kleinstadt Altena im Sauerland ein. Er soll dabei lautstark über die liberale Flüchtlingspolitik des CDU-Politikers geschimpft haben. Mittlerweile hat er das Krankenhaus wieder verlassen können. Wer ist Andreas Holstein? Der verheiratete Vater von vier Kindern ist seit 1999 hauptamtlicher Bürgermeister von Altena im Märkischen Kreis, rund 30 Autominuten von Dortmund entfernt. Der promovierte Jurist ist Verfechter der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unter Angela Merkel, CDU. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, als etwa Erika Steinbach im Januar dieses Jahres aus Protest gegen eben diese Politik aus der CDU austrat, twitterte er, gut, dass sich die CDU verändert hat. Gut, dass sie unsere CDU nicht mehr belastet. Schade, dass sie Mandat behält. Gut, dass sich die CDU verändert hat. Gut, dass sie unsere CDU nicht mehr belastet. Schade, dass sie Mandat behält. https://t.co/jqra2jjfdu Andreas Holstein, at Holstein 63, 16. Januar 2017, Holstein, der von 1995 bis 1999 unter anderem als Referent der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz gearbeitet hat, wurde für seine klare Haltung und die daraus resultierende Politik in Altena erst in diesem Jahr ausgezeichnet. Angela Merkel verlieh der Kommune im Sauerland für ihre gute Flüchtlingsarbeit den Nationalen Integrationspreis. Holstein hatte sich dafür eingesetzt, dass die 18.000 Einwohnerstadt mehr Flüchtlinge aufnimmt als vorgesehen, auch um den starken Bevölkerungsschwund zu stoppen. Sehen Sie hier eine Videoreportage dazu. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-4, in Altena kümmern sich seitdem Ehren- und hauptamtliche Helfer um Sprachvermittlung, die Unterbringung in Wohnungen. Auf jede Flüchtlingsfamilie kommt ein Betreuer. Das Projekt vom Flüchtling zum Altnah-Mitbürger hat aber auch viele Gegner. Holstein berichtete bei der Preisverleihung in Berlin, er habe Hassmails erhalten. Der Angriff auf ihn ist zudem nicht der erste Vorfall in dem Ort. Diese Verrohung bringt uns nicht weiter in einer Pressekonferenz am Dienstag, dem Tag nach der Tat, sagte Andreas Holstein, er wolle sein Engagement fortsetzen, ich werde mich einsetzen, für Flüchtlinge, aber auch für andere sozial Schwache. Polizeischutz lehnte er ab, dann müsse man das Bürgermeisteramt und Parlamente auflösen. Er fügte hinzu, es bringt uns nicht weiter, wenn wir unterschiedliche politische Meinungen mit Hass rüberbringen.